Ja, Leute. Oh, schon wieder so laut hier. Seid gut drauf. Ja. So, so. Besser. Ja. War wieder eine schöne Strecke. Komm, die war nicht allzu lang. Keine Strecke ist uns zu lang. Das Wetter hat mitgespielt, es ist nicht zu kalt. Erste Frage, Teilnehmer. Der Stock ist ja heiß gelaufen. Anne? Welcher Stock? Okay, 91. Stopp. Wie gesagt, ein Teil ist krank und man kann auch nicht jeder, ne? Der eine fährt nach Nordbrandenburg noch, der andere nach Wolgast oder nach Gneuen, ne? Deswegen gestern Gneuen, ne? Wichtig ist, dass wir auf die Straße gehen, dass wir Präsenz zeigen. Und wie ihr gehört habt, heute zum 50. Mal dieses Jahr. Ich denke mal, viele Leute haben wieder aus dem Fenster geguckt. Ja, was sollen sie auch machen, die meisten, ne? Fußball fängt, glaube ich, um 8 Uhr erst an. Ich weiß halt nicht, keine Ahnung. Nein. Bin ich vorhin von abgekommen oder eigentlich, nee, ich wollte es mir für jetzt aufheben. Also, wir planen zum 15., also übernächsten Donnerstag, wollen wir uns mal wieder mit euch zusammensetzen, auf einen Glühwein und eine Bratwurst anschließend, wenn ihr Lust habt. Also könnt ihr euch den 15. schon mal vormerken. Wir werden nächste Woche mal eine Klingeldose hier rumgehen lassen. Vielleicht möchte der ein oder andere sich ein bisschen beteiligen mit einem Euro oder so. Aber wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Ja, das ist, weil ich gerade jetzt zu der Zeit, sage ich mal so, wir machen das jetzt schon fast ein ganzes Jahr hier und mit vielen ist man auf Du, viele Freundschaften wurden gebildet und so kann man sich auch anschließend noch mal eine Stunde hinsetzen. Bisschen schnacken. Und wie bitte? Achso, nee, okay, alles klar. Alles gut. Ja. Naja, so viel dazu, also könnt ihr euch den 15. vormerken. Danke nochmal an die Bahnwärtträger, die heute wieder alles gegeben haben. Genau, ich gebe einen riesen Applaus an die Bahnwärtträger. Ja, wir werden für nächste Woche mal für Ersatz sorgen. Ne, aber so kleine Sachen gehen immer meistens unter. Ne? Aber nimm uns das nicht bekrumm. Ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal an die Wolgaster Trommler, an die Neubrandenburger, die uns hier tatsächlich unterstützt haben. Danke auch an die Ordner, haben sie wieder alles gut gemacht. Und natürlich vielen Dank an euch. Hoffe, dass wir nächste Woche mehr sind oder wieder mehr sind. Ich denke mal, dann wird sich diese eine oder andere Grippe auch wieder gegessen haben. Ne? Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag hier. Ich beende hiermit die Versammlung und kommt gut nach Hause und bleibt standhaft, ne? Suchte sich die Ampelkoalition, in Ersatzung und die Saison. Geht die Prognose auch mal in die Hose, scheißegal, es lebe die Profilneurose, denn wenn man notum schon ist man Gesundheitsökonom, dass man Verglose schmeißt für sich in Pose und erklärt uns die Corona-Schoß, und wenn wir leider wieder nichts verstehen, haben wir ihn doch bei Markus Lanz gesehen. Ideal. Ich weiß schon morgens ganz genau, ich seh dich heute wieder öfter als meine Frau kam. Ich denke mir so manches Mal, wärst du nicht so auf dem Platz, hören die Weiber dir die Bude einrennen. Oh Karl, die Zähne sind nicht optimal, am besten lässt du sie mal richten und gönnst dir dann ein paar Bettgeschichten. Oh Karl, das entspannt dich dann total. Und so musst du...